Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde zu Kaltschoss, der Entdeckung Winlands. Gut, wir sind in der wohl, so wie es aussieht, letzten Mission. Und mitten im Aufbau, mit allem. Und ja, unser Hauptproblem ist, dass unsere ganze Nahrung hier unten ist. Aber wenigstens haben wir schon mal. Naja, gut, wir haben Nahrung. Dadurch, dass wir einen Fischer und einen Jäger haben. Hol doch dir mal das Holz von da unten, dann werden wir das los, was da rumliegt. Auch wenn der Weg dadurch weiter ist. Und ja, wir haben zum Glück Bärenbüsche hier oben. Ja, du bist immer noch müde. Du brauchst auch noch Holz für die Mühle, oder? Ja. Ach, aber erstmal brauchst du Weizen. Okay. Kundschafter? Kannst du bitte Kundschafter werden? Danke. Zur Hölle, jetzt gehst du pennen, oder? Ja. Achso, du bist der Werkzeugschreiner, Entschuldigung. So, du bist hungrig, ja. Das können wir ein bisschen ändern. Auch wenn das viel Nahrung jetzt ist. Bauarbeiter werden. So, und das Holz schnappen. Ja, zum Glück gibt es noch Fisch hier, jede Menge.
Du auch mal Kundschafter? Bitte Kundschafter, danke. Pff, ja, da gib hin. Hey, das erste Leder wird in Vorratszelt abgeliefert. Jetzt bin ich mal gespannt, wo du deinen Fisch hinbringst. Ah, auch ins Vorratszelt nach oben. Sehr gut. Und ja, wir müssen alles, was hier ist, irgendwann nach da oben bringen. Da wohnt ein Bauarbeiter drin. Ach ja, du? Nach da unten. Nahrung schnabulieren. Du mal wieder zurück ins Dorf. Du eigentlich auch eher hier ins Dorf. So, die Zintapintas wollen Schwerter und Bier haben. Ja gut, irgendwann werden wir uns weiter ausbreiten müssen und einen neuen Kundschafter losschicken müssen. Aber ja, ist schon mal gut, dass wir langsam Fortschritte machen. Hätten wir unser Haupthaus ein bisschen weiter landinwärts, wäre das viel einfacher, aber... So müssen wir mit dem auskommen, was wir haben. Gut, du hast Werkzeugschreiner erfunden. Dann bauen wir mal als nächstes dein Haus. Oder leg dich erstmal eine Runde schlafen. Ja, als nächstes werden dann halt Bäcker und Töpfer und so gebraucht. Ach, wir haben wieder viel zu tun in der Mission. So, du weiter essen. So, das letzte Holz holen für die Mühle. Ja, und den Rest muss uns dann mal ein Händler bringen.
Also aus dem Hauptlager in unser Vorratszelt. Auf jeden Fall schon mal genug Weizen hier oben. Ja, wir haben noch 6 Obdachlose. Ja, Stroller muss ich noch mal ausruhen. Stroller. Wir haben wieder hatten Fisch im Vorratszelt. So. Ja. Ja, will. Mehl. Weißt du was, du ziehst da vorläufig auch mal mit ein. Jetzt haben wir, glaube ich, 2 obdachlose Wikinger weniger. Ja. Oh, zum Glück gibt es noch genug Fisch hier. Gott sei Dank liegen Steine im Wald rum. Yeah.